Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. So wundervolle Dinge warten auf uns und wir werden in dieser Folge nicht so sehr auf das Bauwerk hier schauen. Das läuft hier jetzt erstmal. Da muss man jetzt schauen, bis die dunkle Flut, nee, wie heißt sie, Faulwasserflut mal versiegt. Und währenddessen wollen wir das doch hier gern aufspringen. Also ich würde das zumindest gern machen. Gebäude abreißen. Auf jeden Fall. Zurückgewonnene Güter, auf jeden Fall. Mehr Güter sind mehr gut. Deswegen heißt das ja so. So, da unten müssen wir natürlich dann auch aufspringen. Ich würde sagen, erste Amtshandlung für mich als anerkannten Sprengmeister in Timberborn, das da aufspringen. Und dann das da ausspringen. Und dann, ja, die Staumauer müssen wir auch verlegen. Das können wir eigentlich. Die Frage ist für mich noch wirklich, wir brauchen dieses Level ja jetzt nicht mehr. Generell wäre ein Mod relativ nice, wo ich sehen kann, ob das auf derselben Ebene ist wie hier. Also hier sehen wir, die Ebene ist 1 höher. Oder wenn ich es vercheckt habe, ist sie 2 höher. Nee. Ein Block höher, dann geht noch ein Block, also Zimmer 2 im Plus, wieder nur 1 im Plus, also ist das generelle Level hier schon mal 1 höher als da. Das ist nicht schlecht, das ist nur, damit man da Verbindungen irgendwie sinnvoll hinbekommen und wie wir das hier machen. So, ich würde sagen, Feuer frei, hui. Und dann hier unten, wie kriege ich das Dynamit da noch am geschicktesten hin? Wie viel haben wir hier überhaupt im Distrikt? 54 davon. Na, das wird reichen. Das wird zumindest für ein bisschen was reichen. Dann schauen wir mal, dass wir... Ja gut, die Pumpen... Achso, ich will das ja insgesamt tiefer machen. Hm, ist jetzt die Frage. Wir fangen erstmal hier an. So. Finde, das ist generell ein guter Ansatz, das hier erstmal aufzuspringen, auf dieselbe Ebene zu bringen. So. Und hier oben, also das ist die Mauer, die ist jetzt noch eins höher, die braucht man natürlich nicht da. Das können wir ja nicht alles abtragen. Okay, dann lassen wir es nur bei dem einen und den müssen wir auf jeden Fall auch reinsetzen. Obwohl, da springen wir uns eher nochmal runter. Ein Pipettentool wäre auch cool. Das habe ich zumindest auch als Mod gesehen. Hätte ich mir beinahe installiert, aber bei dem Spiel versuche ich es wirklich auf Vanilla zu lassen. Also Vanilla heißt unverändert. Bin eigentlich kein Mod-Gegner, sondern ein sehr großer Mod-Freund. Aber man muss hier nicht alles modden. Vor allem, wenn was im Early Access ist und ständig was geupdatet wird, dann ist das ein bisschen nerviger. Vor allem bei RimWorld. Das ist jetzt sehr, sehr alt schon. Kommen immer mal wieder neue DLCs alle paar Jahre. Mod-Support ist gigantisch. Also vielen Dank an alle, die einen RimWorld-Mod gemacht haben. Egal, was er gemacht hat. Ich habe 200-300 ständig aktiv. Ich weiß, ich habe ein Problem, aber richtig genial, was die Leute hinbekommen. So, 6,9 Tage noch. Nice. Erstens das und zweitens auch nice, weil wir hier das hoffentlich dann bald abspringen können. Ja, hier ist immer noch ein bisschen... Ich wünsche mir, das wird noch austrocknen. Was nicht ist, kann ja noch werden. So heißt es doch immer. Generell würde ich sogar sagen, wir können jetzt hier wieder Dämme hin, Deiche hinbauen. Das soll doch jetzt passen, oder? Insgesamt sollte es dann da drüber schwappen. So die Idee. Na gut, Sprengung. Und Sprengung. Sprengung. Und nochmal Sprengung. Und gleich nochmal. So, dann hier der Weg. Muss natürlich ersetzt werden durch entsprechendes Brückengedöns. Aber... Wir können bis dahin ein bisschen anders springen. Ne? Also die hier weg. Vor allem die hier weg. Und die hier weg. Und dann eben noch der Boden. Dann können wir hier
auch relativ lange die Bäume anpflanzen und so weiter. Wenn das tiefer steht, ist alles möglich. So, auch hier würde ich sagen, reißt man doch mal das Zeug ab. Ist zwar kein Reis, aber verhält sich so. So. Abreißen, ja. Kommen da hinten noch hoch, ein Glück. Sonst hätten wir ein paar gestrandete Biber gehabt. Und das wollen wir jetzt nicht wirklich. Wir brauchen jeden, der irgendwie arbeitswillig ist. So, und natürlich müssen wir das hier auch noch absprengen. Dann haben wir unsere 5 Breite. Unsere Breite 5. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich müssen wir das da hinten auch entfernen, aber reicht mir jetzt erstmal, wenn hier was Schönes steht. Und dann für mich als Erinnerung, dass wir dieses Layer dann hier durchziehen. Ja, wird schon irgendwie passen. Aber für den Wasservorrat wunderbar. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wieso pumpt ihr nicht? Ah, habe ich nicht aktiviert. Kein Wunder, haben wir so wenig Wasser. Also, reicht noch. Karotten reichen auch. Also, das sieht richtig gut aus. Insgesamt noch 113 Sprengstoff. 75 davon hier. Dann würde ich auch sagen, bauen wir hier Deiche. Ach, die sind eigentlich schon dafür angelegt worden. Ja, können nicht erreicht werden, weil hier kein Pfad durchführt. Das ist schade. Müssen wir irgendwann jetzt anfangen, einen Weg hinzulegen. Ach, können wir jetzt. Ich vertraue unserer Karottenproduktion, obwohl hier sind schon sehr viel wertvolle Ressourcen am draufgehen. Na egal, wir müssen es hier, irgendwann müssen wir es eh machen. Warum dann nicht jetzt? So, und hier das gleiche Spiel in Braun. Das muss definitiv nochmal da drauf. Oh, kriegen die auch irgendwie gebaut? Das finde ich sehr sympathisch. So. Die zwei machen wir gleich weg. Dann haben wir die Linie. Die drei können wir auch gleich wegmachen. Hui! Ja, hier liegt jetzt jede Menge Ressource, an die sie nicht rankommen. Da müssen wir am besten nochmal runterbauen. Und wahrscheinlich dann eher in dem Bereich hier. Weil das wäre dann ein bisschen dauerhafter nutzbar. So. So würde ich mir das vorstellen. Erstmal dann können sie hier unten schalten und walten. So, das können wir absprengen. Boah. Jetzt braucht man nur noch genügend Dynamit, um hier alles in die Luft zu jagen. Was wir nicht an Terrain wollen. Und dann wird hier so schön das Wasser halten. Wäre zumindest die Hoffnung. Ah, das kriegen sie hin. Ich meine, 115 Dynamit haben wir. Und wir könnten eigentlich jetzt auch so langsam noch eine andere Ding anschließen. Eine andere Dynamitfabrik. Arbeitet da jemand? Ja. Es macht den Anschein. Oh, nur für 36 Harz hat's gereicht. Oh, hoffentlich überleben die Pflanzen hier. 7 Tage haben wir noch. Wie sieht's hier aus? Ganz gut. Ach, das kann nicht erreicht werden. Das ist natürlich bitter, aber verständlich. Ui. Da können sie dann auch nichts machen. Jetzt könnten sie es aber erreichen. Ja. Stellen sich zumindest so an, als würden sie da irgendwas jetzt vertraten. Mit Dynamit. So. Hier haben sie auch die 2 gebaut. Oder ist der dritte aber nicht? Kann nicht gebaut werden. Okay, das ist dann wahrscheinlich auf dem falschen Level. Auf dem falschen Level aufgewacht. Ja, das sieht man ja auch. 2 nach oben können sie bauen. Das heißt, so sollte das in der Theorie machbar sein. Aufspringen. Hui. Und natürlich wäre es richtig geschickt, wenn man hier
die Ebene auch noch abnehmen. Generell wäre alles geschickt, was wir hier wegspringen. Hier die zwei Level und generell hier ein neues Level reinmachen. Also, dass ich mehr Wasser hier halten kann. Wird tatsächlich sagen, wenn sie nicht da beschäftigt sind, sollen sie mal, können sie noch außen rum? Ist mir gerade egal. So viel Zeit muss sein. Sprengung vorbereiten. Und bitte pronto. Mehr pronto. Hui. Und das machen wir gleich nochmal. Gleich nochmal. Und nochmal pronto. Und dann können wir da auch so ein Stilzwerk reintun. Sind das zwei oder Dreier? Dreier. Na gut, macht uns hier nichts. Bitte einmal sprengen, Sprengmeister. Oder haben wir hier keine mehr? Doch, wir haben 40 Stück. Na, damit lässt sich doch einiges bewerkstelligen. Sobald sie arbeiten. Das ist klar. Das ist die Grundvoraussetzung. Das hast gut gemacht. Okay, hier reicht der Zweier. Achso, da drin der Dreier, das ist klar. Dann bitte mit größter Dringlichkeit. Boah. Dann sollen sie erstmal hier was machen. Du bist arbeitslos, das ist schade. Wir sorgen für dich, dass du schönes Holzgebiet bekommst. So, und das da auch noch gerne. Gerne wegsprengen die Ecke. Ach, es macht dir so oder so. Sehr sympathico. So, Wege nach oben. Ein Hammer gesetzt. Ich würde natürlich gern hier auch noch Löcher reinsprengen. Wir machen mal den Weg hier weg. Den Deich da weg. Und dann ganz dringend wollen wir, dass wir das eine auch noch sprengen. Dann ist der Part zumindest erledigt hier. Haben wir nur Brückenelemente. Und wie man das vertiefen. Achso, da müssen wir dann sowieso Dreier hinsetzen. Ah, das kriegt man schon hin. Ich traue uns das zu. So, das Gebäude kann weg. Das Gebäude kann weg. Faulwasserflut beendet. Dann schauen wir mal. Wir müssen es ja wieder umleiten, sobald da nützliches Wasser rauskommt. So, und fahr drauf, sonst passiert da gar nichts mehr. Ja, so stelle ich mir das vor. Faulwasser wird rübergeleitet. Ich würde sagen, jetzt ist gut. Und öffnen. Und schließen. Und jetzt steigt das dementsprechend. Und hoffentlich schwappt es nur hier rüber. Ich denke ja. Muss ich natürlich entsprechend erstmal füllen. Ah, das sieht schon richtig gut aus. Würde ich behaupten. So, das sprengen wir auch ab. Hui. Und die nächste Sprengladung bitte. Achso, hier sollte ich vielleicht aufmachen. Sonst haben wir ein Problem. Und die dürfen jetzt schon mal sich darauf einstellen, hier wieder arbeiten zu dürfen. Ja, da arbeiten drei Leute, das ist in Ordnung. Auch drei, auch drei, auch drei. 2,7k Karotten. So, die dürfen die Arbeit gern wieder erstmal einstellen. Wird sich ja demnächst genügend gefüllt haben, dass die hier wieder arbeiten können. Wird ihr schon fertig mit der Lieferung? Ja. Sehr schön. Also so langsam läuft das auf jeden Fall. So wie ich mir das vorstelle. So, da noch Dynamit. Und dann generell hier ein bisschen tiefer machen. Ja.
Und der Weg muss da auf der anderen Seite natürlich weg. Das wollen wir ja auch springen. Nee, ich will tatsächlich nur den Weg wegmachen. Nichts anderes. Ja. Und der darf da auch nochmal Dynamit drauflegen. Ich glaube, das schaffen die. So, und hier kommt ja auch schon Wasser rein. Also das läuft diesmal gut. Das läuft doch diesmal ganz gut. Ja, du bist zu Recht arbeitslos, da gibt's hier gar nichts. Und du darfst eigentlich Kiefern pflanzen. Jetzt werden sie hier ein bisschen länger halten. Kiefern, Kiefern, Kiefern. Nein, Kiefern. Da. Zumindest mal da. Und gib ihm. Und du darfst dir kurz... Achso, nö. Dich lass mal auch arbeiten. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, was du kannst. So, Arbeitszeiten werden auf 20 Stunden erhöht. Oh, da fließt jetzt tatsächlich auch was rüber. Ist egal, kommt ja noch genügend nach. So, meine Dynamit-Tinies. Sieht gut aus. Hui, hui. Und hier auch alles hingelegt. Ja, fantastisch macht ihr das. Sprengung. Sprengung. So. Wie verfahren wir denn jetzt? Eigentlich müsste man jetzt hier ein bisschen was hinmachen. Ja, das wäre so die Theorie. Wie die Praxis aussieht, weiß ich nicht. Ach, jetzt habe ich den Bauschutt entfernt. Ich wollte doch nur den Weg entfernen. Deswegen ist Lesen sinnvoll. Die können das tatsächlich von oben runtersetzen. Bin überrascht. Positiv. Gibt ja auch negative Überraschung. Das ist eine Geschichte für ein andermal. So. Ja, du bist geflutet, ich weiß. Darfst dich auch nicht beschweren. Zumindest muss das nicht unbedingt sein. So, dann... Wie verfahren wir hier weiter? Landaufschüttung hätte ich natürlich irgendwann gern. Müssen wir mal schauen. Hier kommt auf jeden Fall wertvolles Holz nach. Läuft's? Oh, relativ gut sogar. Und ich habe das Gefühl, die nächste Naturkatastrophe hat sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Weil nach der Faulwasserflut habe ich gerade den Eindruck, haben wir kurz ein, zwei Tage extra, bevor was passiert. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich will es jetzt auch nicht beschreien, das was passiert. Ich finde es schön, dass es aktuell stabil ist. Irgendwie zumindest. Am liebsten würde ich natürlich hier noch was wegsprengen und ein großes Fass hinbauen. Warum nicht? Mach mal doch mal ein Fass auf. So, das muss eh alles weg, 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 weg. Und der darf nicht weg, sonst kriegen wir irgendwann das Faulwasser ab. Und das ist dann eher unangenehm. Vielleicht die Ecke noch, aber dann müssen wir schauen. Obwohl, wenn wir eh Wege machen, wird vielleicht klappen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Dynamitexperten. Okay, das ist jetzt zu weit entfernt. Das finde ich persönlich wieder schade. Aber bestimmt, wenn ich einen Weg hier ranbaue. Ja, jetzt klappt's. Müssen sie nur noch hinsetzen. Wie viel Dynamit haben wir hier noch? 13 Stück. Da wären 6 gebraucht. Ach, das ist herrlich. Unsere... Nochmal eine Faulwasserflut, okay. Ja, das soll uns hier jetzt nicht mehr stören. System haben wir schon hergestellt. So, 2 müssen noch gesetzt werden. Wieso habt ihr Hunger? Ich habe keine Ahnung. Lager sind eigentlich gut gefüllt, auch das hier. So, weg mit dem Zeug. Hui. So, je nachdem, wie
wie das jetzt aussieht. Gebäude abreißen. Hier mal. So. Dynamit haben wir jetzt wie viel genau? 13 Stück immer noch. Okay. Das heißt, das sind 5. Nochmal 5. Das sind schon mal 2 Blöcke mehr. Und das sind 2 Blöcke mehr. Gut. Und das hier setze ich auch mal hin, damit ich weiß, dass die Kante auch noch abzureißen ist. Ja. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Ja, wir müssen es nur rechtzeitig wegsprengen, solange noch was danach kommt. Und Sprengung. Und Sprengung. Gerne noch eine Sprengung. Das Dynamit haben wir vielleicht noch irgendwo. Beziehungsweise noch 7 Stück. Das wird ja auch immer rangekarrt. Dann schauen wir, ob man noch 2 Reihen wegbekommt. So, das bekommen wir auf jeden Fall weg. Ich finde, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus, was wir hier machen. 1,3 Tage haben wir noch. Achso. Der kleine Freund muss auch noch platziert werden. Wir könnten auch so springen, also wird nichts machen, aber hab so das Gefühl, dass die nächste Faulwasserflut zu 30 Tage dauern wird. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil wir jetzt so viel Zeit hatten, uns ein bisschen zu erholen. Ja. Und das sieht hier auch ganz gut aus. Und gib ihm. Aha. Sprengen. So. Jetzt sinkt der Wasserstand entsprechend kurz, weil wir ja komplett Blöcke ins Jenseits befördert haben. So. 0,7 Tage noch. Boah. Wird doch schon. Das wird doch schon. Vor allem sollte es jetzt hier richtig lange halten. 0,3 Tage. Wir müssen ja theoretisch nur die eine Schleuse, die hier schließen, die andere öffnen. So lange lassen wir noch das kühle Nass hier reinplätschern. Das Faulwasser, was ich da vermischt hatte, ist, glaube ich, in Wohlgefallen aufgelöst worden vom letzten Mal. Jetzt, gleich. Jetzt. Aha. Und zu und auf. Na also. Ein System, das funktioniert. Hoffentlich. Und das Schöne ist, hier fließt auch nochmal jetzt ein bisschen was weiter. Nicht viel, weil das ist ja dann auf demselben Level, aber ja, jetzt hat's aufgehört. Na, bisschen Übertrag gibt's noch. Das funktioniert ja nicht wirklich bis jetzt. Ja, aber dann können wir hier mal oder können hier anfangen, eine Fläche zu sprengen, damit er gescheit bauen kann. Ja. Bauen, bauen, bauen. Springen, springen, springen. Warum nicht? Muss eh alles weg. Das muss eh alles weg, aber dafür sollte man mal eine Treppe irgendwo hinbauen. Damit sie da auch hinkommen. Wäre zumindest mal eine Working Theory von mir, dass das hier gar nicht so unsinnvoll ist. Hier können sie von... Ach, die könnten es auch von unten sitzen. Das ist natürlich klar. Dann können wir immer eine Line abspringen. Das klappt natürlich bei den höheren dann nicht, aber das ist uns prinzipiell auch erstmal eher egal. Mir zumindest. Hm. Ja.
Oh, das mit den Kartoffeln. Wir haben zumindest zwei gegrillte Kartoffeln. Ist doch ganz schön. Besser haben als nicht haben. 25 Tage, also war das wirklich eine lange Faulwasserflut. Hab gar nicht geschaut, wie lange sie gedauert hat. 29 Tage wahrscheinlich. Ich glaube, es stand dran, ich hab's nur wieder vergessen. Passiert den Besten. So, schön das Dynamit da hinlegen. Und auch das Dynamit hier mal sprengen. Und ein ganz großes Fass, bitte. Aha. Da soll's hin. Ich glaube, dann können wir zwei Fässer hier hin machen. Das ist das schöne Dorfdeko. Also ich habe gern so ein Riesenfass in der Nähe. Da kann man auch gleich sagen, dass Wasser rein soll. 1200 Stück passen da rein. Und das Schöne ist, es kann auch noch gebaut werden. Metallblöcke haben wir 180 Stück. Die stauen sich also schon. So, noch ein Dynamit-Heini hätte ich gern. Brauchen wir aber auch noch ein Windrad. Oder ein Windbeutel. Nee, wahrscheinlich eher Windrad. So, Dynamitfabrik hier. Ja, ist eigentlich egal. Können wir ja hier hinbauen. Weg passt. Zweites Windrad hier hin. Passt. Und gib ihm. Ja. Würde sagen, das passt. Und Faulwasser ist auch noch ganz gut am vorhanden sein. Habt ihr alle Hunger? Ihr dürft erstmal ein bisschen weniger arbeiten, damit das mit dem Nachwuchs passt und mit der Ernährung. Könnt ihr nicht verantworten, dass die Biber dann irgendwie verhungern. Also können wir schon. Bisschen Schwund ist immer, aber wenn es auch anders geht, warum nicht anders? So, schauen wir einfach mal. Könnten wir eigentlich schon sprengen? Können es hier sowieso hinlegen. Da ist er derselben Meinung. Hui. Ach, ich mag diese Landbeschaffungsmaßnahmen. Müssen natürlich auch schauen, dass hier mal das Flussbett noch ein bisschen erweitert wird und tiefer gemacht wird, vor allem. Vor allem an diesen Pumpen. Oh. Oh. Da hat schon jemand gedacht, Mensch, da pumpe ich Wasser rein. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und das stimmt mich immer positiv. Das sind schon richtig coole Fässer. So, dann können wir uns wirklich mal drauf fokussieren. Die werden eine Weile hier leben. Die muss abgerissen werden, die Kiefer. Also einmal den Kiefer ausreißen. Und hier den da auch. Da macht man lieber den Weg weiter. Na? Der kleine Biber braucht zu lang für den großen Baum. Nee, umgekehrt. Ein großer Biber braucht zu lang für den kleinen Baum. So. Boah, es sind ja nur noch 22 Tage und wir sind ganz gut vorbereitet. Hätten den See natürlich auch noch fluten können. Aber da sage ich immer, man kann nicht alles haben. Außer mehr Sprengstoff. Wir haben insgesamt nur noch zwei Stück. Was ist da los? So, wahrscheinlich, weil die in den Sprengstofffabriken jetzt nicht. Ach, egal, die priorisieren wir auch. Weiß, es bringt nichts, wenn man alles priorisiert. Ah, zumindest Sprengstoff ist mir wichtig. Damit formen wir unsere Landschaft. Was fehlt da? Wartet auf Materialien. Glaubt ihr? Nee, wir haben eigentlich die Arbeitskraft. Okay, da brauchen wir jetzt aber. Einer reicht, glaubt hier. Jetzt haben wir wieder vier, die der Meinung sind, sie könnten was tun.
Dann sollen sie das auch mal machen. Ja. Und die Kartoffelfarm müsste man hier wahrscheinlich irgendwann entfernen. Aber nur, wenn wir Ersatz dafür haben. Wenn wir hier vielleicht die Farm urbar machen, indem wir das mal endlich abbauen. Sieht an, wir können da einen Weg reinlegen. Aha. Und dann wäre hier eigentlich der passende Verbindungsweg. Wie hoch müssen wir die machen? 3 Stück. Gut. Wäre die Frage, reicht die Tiefe? Nee, 1 tiefer wäre ja noch besser generell. Oder 2 tiefer. Müssen wir mal schauen. Wir können die ja auch stacken. Das wird nicht das Problem sein. Ansonsten 3 tiefes Wasser halte ich schon mal für eigentlich ganz vernünftig. Müssen da jetzt auch nicht mehr wegspringen als der Papst. Päpstlicher sein als der Papst. Nee, also so viel braucht man dann auch nicht. Mehr ist zwar immer besser, aber manchmal ist Genügsamkeit ja auch was Nettes. Wurde mir gesagt. Ich halt nichts davon. So, da hinten kann man das einfach abreißen, da wächst ja gerade eh nichts. Ja. Dann kann ich einen Baum fritzen sagen. Hier ist deine Fahne. Hier sind deine Bäume, die du alle fällen sollst. Pfahl. Ja. Bin mir sicher. Und dann macht man die Ressource hier noch weg. Und dann können wir da fast eine Treppe hinbauen. Dass der da hier sich nicht unbeschäftigt fühlt. Na komm, die 3 Ressourcen reißt man dann auch noch vollends ein. Wird schon klappen irgendwie. Und dann müssen wir hier mal überlegen, finde die Grenze eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wir brauchen hier auch 5, der sich damit verbindet. Am besten hier irgendwo links vorbeifließt. Oh, dann müssen wir doch ein bisschen Geoengineering mehr betreiben. Wir brauchen jetzt nicht nur gerade Flüsse, aber ein paar. Einfach ein paar. So, das wird gebaut. Wunderbar. Dann müssen wir noch den Überweg machen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Oh, einmal bitte bauen. Bauen und bauen. Papier hat man eigentlich genug. Dynamit haben wir jetzt überraschend wenig insgesamt. Wer hat denn das alles wieder hochgejagt? Ich weiß, ich war's. So, 2,5 km Wasser, das reicht mir eigentlich noch nicht. Gut, die sind trockengelegt. Wie gesagt, wenn wir da unten mal was hinspringen. Na, ja, muss mal schauen. Die sind für mich gefühlt immer noch am falschen Platz, deswegen. Sonst hätte ich das schon längst gemacht. So, die dürfen anfangen. Und der darf auch anfangen. Freut er sich bestimmt, dass er nützlich ist. Boah, ich würde sagen, beim nächsten Mal kriegt man das Fass auch noch mit voll. Und das sind dann nochmal 1,2 km on top. Was will man mehr? Wir können auch was freischalten. Forschungstechnisch sieht das ganz gut aus. Gleich mal der unterirdische Stapel. Vor allem für Holz wäre das richtig genial. Und so groß ist er ja nicht. Könnt man ein Lager praktisch frei räumen. Ah, müssen wir einen besseren Platz für finden. Hier irgendwo zum Beispiel. An der Baumfarm tatsächlich dran. So. Ich würde sagen, Dina Dynamit läuft wieder. So, kriegt ihr hier das irgendwie reingelegt? Eigentlich von oben ja ohne Probleme. Wurde mir versichert. Boah. Irgendwer ist der Meinung, er kann es da hinbauen. Dann verlasse ich mich mal auf euch. So, bitte hohe Priorität. Bitte hohe Priorität.
bitte Treppenpriorität. Hey, ich weiß, du bist arbeitslos. Habe ich schon verstanden, aber deine Treppe wird gebaut. Spring um! Wird jetzt natürlich auch was am Wasserstand ändern, aber die sind eh ganz gut aufgestellt. Und als nächstes würde ich hier gern die Mauer weitermachen, dass man wirklich, beziehungsweise das hier aufweiten, dass man da auch ordentlich breit und tief noch kommt. Dann dafür müssen sie erstmal wieder ein bisschen Dynamit rankarren. Na, schön, dass die immer noch jetzt funktionieren und hier so viel Wasser drin ist. Das gefällt mir. Harz ist auch... Ja, so viel können wir gar nicht verbrauchen im Moment. Ach, hier, das hat wahrscheinlich auch noch einiges an Dynamit gekostet. Jetzt steht die Treppe relativ sinnlos da. Das hätte sich auch mal einer überlegen können. Aber habe ich mir nicht überlegt. So, dann bitte einmal noch die ganzen Ressourcen abreißen. Ich würde es ganz gern komplett neu planen. Ja. Aha. Achso. Okay, dann nur die Bäume. Ah, shit, Gebäude. Ups. Dämlich, dämlich, dämlich. Und die Wege natürlich auch. Ressourcen. Mensch, Mensch, Mensch. Aha. Irgendwie habe ich es hinbekommen. Nach mehreren Versuchen. So, da unten können wir auch noch eine Treppe machen. Dann können sie die Ressourcen nochmal wiederverwerten. Also da unten liegt ja eine Menge nützliches Zeug rum. Soll jetzt nicht auf dem Grund dieses Tümpels da versauern. Können sie ruhig mal einsammeln. So, 16 Stunden wird gearbeitet. Ich finde, das passt. Und 16 Tage haben wir noch übrig. Von der Faulwasserflut. Ich würde sagen, nahrungstechnisch, wenn das jetzt nicht alles gleich vertrocknet, gar nicht so schlecht. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Kartoffeln und weniger Gemüse so in der Region. Dann können wir theoretisch noch Dynamit... Ah, das ist halt so Verschwendung, nur damit ich die Mauer ziehen kann. Ist nur eine optische Verbesserung. Ist egal. Ist eine Verbesserung irgendeiner Art. So, sobald das weg ist, können wir von oben entsprechend auch runterspringen. Da kriegt man hier eine richtig gute Farmfläche. Beziehungsweise hier müssen wir halt dann aufschütten. Wir gehen auf dieses Level hier runter. Und beim anderen geht's halt nach unten. Das macht ja nichts. So, shit, das ist schon ausgetrocknet. Schade, Marmelade. So, Vorsicht, Sprengung. Und Bedeichung. Ich bedeiche mich. Ich bedeiche alles andere. Ja, das kriegen sie gut gebaut. Und wie gesagt, dann hier so langsam anfangen. Aber das ist halt der feuchte Teil, wo gerade gute Nahrung noch heranwächst. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Nein, das große Fass ist leer. Was fehlt dir? Sollst du ja Sprengstoff machen, sollst dich nicht beschweren. So ein Riesenlager mit Holz wäre natürlich nützlich. Und hier müssen wir definitiv auch mal schauen, dass wir hier eine Kante erwischen, die wir wollen. Und dann uns an der entlang hangeln, was künstliche Flussführung angeht. Generell können wir das auch hier machen und eine zusammenhängende Fläche machen. Das heißt, wenn wir hier nochmal eine Brücke hinmachen. So, da, 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 da und da.
Dann können wir den Fluss theoretisch hier reinleiten. Obwohl, hat der denn drei? Irgendwas habe ich gerade was vercheckt. Ja, habe ich. Da ist doch der Weg. Schluss mit dem Unsinn. Muss ja richtig platziert werden, sonst bringt das dem besten Biber nichts. Wüsste doch irgendwas. Vercheck ich mal wieder. Also, das ist generell eine richtige Annahme. Man muss nur rausfinden, wann der Zeitpunkt gekommen ist. So. Die müssen jetzt erstmal leider weiter pumpen, aber die kriegen das trotzdem irgendwie hin. Bin ich relativ optimistisch. So, und dann können wir die Wege, wie gesagt, so, beziehungsweise Weg hier, Weg da und dann haben wir drei breit Fluss, damit wir hier mal ein bisschen zu Potte kommen. Ich würde sagen, das ist mehr oder weniger sinnvoll. Das ist eine relativ harmlose Aussage, das kann man zu vielem sagen. Sprengstoffe werden hergestellt. Wollt ihr euch mal drum kümmern, dass hier vielleicht weitergebaut wird? Achso, wir wollten ja hier erstmal sehen. Ihr habt wirklich zwei Arbeiter. Na gut. Eine ans Metall. Achso, wir haben ja gerade hier keinen Holzfäller, irgendwas. Sprengstoff müsste man ein bisschen hier immer nach und nach können sie das aufsprengen. Da kriegen sie das nicht hin. Also noch nicht. Wie gesagt, nach und nach wird das alles funktionieren. Genauso können wir eigentlich das hier schon wegnehmen. Ja, kostet wieder viel Sprengstoff. Nur für Landschaftsbau, nicht für Flussausbau. Das ist vielleicht nicht so klug, aber generell würde ich sagen, wir sind gerade okay. Wir sind gerade ganz okay, wie wir gestellt sind. Naja, Faulwasser fließt ab. Wäre das schön, könnte man das gescheit filtern. Also auch in so großen Mengen. Glaub, in kleinen Mengen geht es eventuell. Hab eventuell so ein Gebäude, das einen ungefähr passenden Namen hat, gesehen. So, Kiefernharz muss noch ein bisschen weiter wachsen dafür. Schaut mal, selbst hier diese Felder bleiben natürlich deutlich länger bestehen, weil hier Wasser drin ist. Und vor allem länger Wasser drin bleibt. Achso, Fahrt habe ich natürlich nicht gesetzt, dann bringt so nichts. Jetzt habe ich ihn gesetzt. So. Hier müssen wir natürlich auch mal schauen. Diese Linie Hammer, die gilt dann auch. Dann können wir theoretisch, je nachdem, tatsächlich den Fluss auch da noch reinleiten. Müssen wir hier natürlich erstmal wieder verhandeln, dass sie eine Brücke bauen. Jetzt mal so der grobe Plan. Also, einen Deich kann ich ja nicht pipettieren und dann kommt das dahin. Beziehungsweise muss ich das dann überhaupt anders machen? Ja, erstmal wahrscheinlich schon. So, der Weg kommt weg und Deich kommt hin. Dann haben wir die Linie. Das ist ja schon mal relativ vielversprechend. Hui. Ja, hier ist noch die Frage, so viel Baum können wir gerade tatsächlich nicht anpflanzen. Da müssen wir ein bisschen was reinleiten. Oh, eine Sprengung. Hier, an den kommt da eigentlich auch dran. Sieht danach aus. Vielleicht brauchen wir hier auch mehr Metallabnehmer. Ich denke, an Holz mangelt es uns erstmal sowieso nicht. Du bist schon fertig. Das ist toll. Dann kannst du gleich die nächste Ebene, die ich vergessen habe zu machen, machen. So.
Da hast du einen Weg und da hast du einen Weg. Wie du da hinkommst, weiß ich beim besten Willen nicht. Nochmal so eins dahin. Muss ja nur Stück für Stück klappen. Nein, was fehlt euch? Gebäude funktioniert nur mit Energie, so ein Mist. Wieso muss ich das so oft lesen? Kommt hier überhaupt noch an was dran? Ich seh euch jetzt oder hab euch ewig nicht pumpen sehen. Ich glaube auch nicht. Nicht wirklich dran. Und der eine ja auch nicht. Der kann sich schöneren Dingen widmen, was auch immer das sein mag. Vielleicht hilft er ja mal beim Nachdenken. Acht Dynamit haben wir hier. Theoretisch könnte man hier anfangen, das letzte Ding auch noch aufzusprengen. Wahrscheinlich auch wieder Stück für Stück. Stück für Stück. Ja, damit warten wir erstmal noch. Ansonsten hier die Linie. Warum nicht? Das kostet hier noch zwei. Und hier kostet es ein paar mehr. Aber dann haben wir sie schon mal. Das haben sie hier auch hinbekommen. Nice. So. Jetzt haben sie zumindest mal einen Alternativweg. Und Sprengung. Auf, dass kein Biber davon in tausend Stücke zerfetzt wird. So, die können auch pumpen. Das ist wunderbar. Und jetzt ist es eingetreten, was ich meine. Wir haben jetzt wirklich nur noch hier das bisschen, was befeuchtet ist. Lohnt sich da echt, hier mal einen Weg für Wasser zu bahnen. Das haben sie auch schon hin. Sprengung. Dann ist das eine gute Straße, die würde ich gern behalten. Das Lager müsste aber entweder weg oder umgelagert werden, was weiß ich. Für Bäume wird sie eventuell das ja im Moment anbieten, weil da ist so viel Wasser drin, das hält ja ewig. Ach, ich will die Erdaufschüttung. Wie viel kostet das denn? 1000. Dafür brauche ich wahrscheinlich auch den Erdbagger. Der kostet 2000. Ist egal. Geländeblock. Braucht 6 Erde. Und der produziert 6 Erde. Und der läuft mit Extrakt. Aha. Kontaminierungsbarriere könnte man auch mal freischalten. Ja, Dynamitblöcke, dass sie mehr runterspringen können. Ja. Irgendwann mal. Hier müssen wir auch aufpassen. Die sind immer so kurz vorm Abnippeln. Obwohl, so kurz ist das jetzt auch nicht. Wird schon irgendwie passen. So, aber ich würde tatsächlich sagen, Deiche, nein, danke. Weiche. Es wird nicht besser mit mir. So, Ressourcen abbauen. Die zwei. Dann springen wir da mal ein bisschen Wasser rein. Muss am Anfang nicht viel sein, aber zumindest ein bisschen was. So. Dynamit. Wasser. Der Balken hier sieht halt, seit wir das Fass gebaut haben, entsprechend nur noch halb so groß aus, aber 1,9000 ist eigentlich reichlich. Vor allem für 6,3 Tage. Ich würde sagen, da haben wir so gut wie kein Problem. So gut wie gar keins. So, Baumfritz macht auch Baumfritz-Sachen. Er wird hoffentlich hier auch demnächst mal abgerissen. Ja. Kommt er nicht ran. Mein Fehler.
Kann man ja nicht überall rankommen, dann soll er erst die oben machen. Die Biber haben aber auch Ansprüche hier. Und dasselbe Spiel, obwohl wir können es erstmal auf dem Level lassen. Nö. Nö, wenn dann schon. Wenn schon, denn schon. Mach mal die dreimal weg, dann kann ich hier auch irgendwann die richtigen Stelzen hinsetzen. Du bist schon fertig? Achso. Dann können wir deinen kleinen Außenposten verlegen nach etwas weiter oben. Ja, fühlst dich da wohl? Da fühlst dich wohl. Das ist schön. Und weil ich so ressourcenunschonend bin, kriegst du gleich nochmal eine Treppe. Nur für den Einbau. Und Sprengung. Die kommen ja immer noch an Wasser. Sehr gut machen sie das. So. Wie gesagt, hier reißen wir kurz alles ein. Alles nieder. Ja, nochmal. Mülltonne beim letzten Mal verfehlt. So, hier wäre natürlich so dreifach Dynamit ganz gut. Da braucht man ja auch drei hinsetzen wahrscheinlich. Nee, das braucht ein Dynamit und zwei Extrakt. Oh, das ist ja billiger. Wie kriege ich dieses Extrakt? Mit einer Zentrifuge. Da, Zentrifuge braucht... Oh, das wäre ja klasse. Das ist ja richtig billig dann nochmal. Okay. Ich dachte, man braucht drei Dynamit. Anscheinend nicht. Ah, ich habe ja hier schon einen Weg. Ich bin klug. In weiser Voraussicht. So, dann bitte noch einmal platzieren. Könnt ihr es nochmal platzieren und nochmal platzieren? Nee, dann bauen wir erstmal den Weg wieder so, wie er gehört. Sprengung! Jetzt ist Wasser natürlich weg. Für 4,4 Tage noch. Boah. Anhalten. Anhalten. Hören Sie auf zu pumpen. Es hat eh keinen Sinn mehr. Seht zum ersten Mal das Faulwasser-Icon hier oben links. War wohl nicht ganz aufmerksam. Aber es macht sich doch. Es macht sich doch. Jo, jetzt wird Wasser hier auch weniger. Und irgendwann müssen wir hier mal das auch tatsächlich stauen. Alles zu seiner Zeit. Ihr könnt es ja wieder springen. Hab ich jetzt beinahe nicht mehr dran gedacht, dass das ja hier auch noch überall was hin muss. Ja, ja, zu hoch. Das kriegt ihr aber noch hin. Und nee, lass mal. Dann können sie das Stück für Stück irgendwie machen. Ich weiß, es ist ein bisschen friemelig, aber hilft ja alles nichts. Sprengung und Wegung. Ja, so wird ein Weg draus. Ja, ich gehe mit den Pfosten doch. Muss wahrscheinlich so sein. Obwohl die Deichwände... Ja, passt so. Das passt so. Zum Glück schimmelt das Wasser... das Holz unter Wasser nicht oder wird morsch oder sonst irgendwas. Vielleicht sind die Biber auch zu leicht, um einfach so einen morschen Balken zum kompletten Nachgeben zu bewegen. Dann hält es ein bisschen länger. So. Und dann würde ich tatsächlich sagen, mach mal das noch ein bisschen. Hier ist ja eh die Kante. Ressourcen weg, 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 weg mit Ressourcen. Und zwar... Da ist Mauer, da ist Mauer, da ist Ding. Wie weit geht es?
bis hier. Wenn die das wegmachen, können wir das noch aufspringen. Dann wird da zumindest ein bisschen mehr Wasser überbleiben, damit die restliche Farm gut läuft. Ansonsten nehmen wir halt echt viel nützliche Ackerfläche weg. Du bist jetzt schon wieder komplett fertig. Na gut. Bis auf das, aber das sehen wir dann später. Dann übersehen wir das Gebiet hier oben mal mit Dynamit. Da wäre das Extrakt auch hilfreich, weil das kostet jetzt so viel. Na egal. Extrakt braucht man noch. Ja, was braucht man denn? Das da braucht man. 600. Ja, die hätte man gehabt. Und das braucht 200 PS. Okay. Und was macht das? Schwermaschine, die gefährliches Faulwasser in nutzbares Extrakt umwandelt. Ja. Hätte man doch gleich machen können. Spart Dynamit. Achso, jetzt setze ich das da oben. Das sind natürlich Käse. Habe ich was pausiert? Okay. Kann ich die? Muss ich die jetzt wirklich einzeln pausieren? Nee, das ist dämlich. Ach, was soll's. Sollen sie es halt hinsetzen? Wichtig wäre natürlich, dass wir uns hier runterspringen. Ah, man kann einfach Dynamit draufsetzen, dann ist es automatisch als abgebaut markiert. Das ist praktisch. Dann nervt das hier auch nicht so rum. Ist ja cool. Jetzt kann ich einfach sagen, Gebäude abreißen, oder? Aha. Ja. Wunderbar. Das hat mich ewig genervt, diese Icons hier. Wir haben es hinbekommen. Boah. Noch knapp ein Tag kein Wasser. Das kriegt man hin. Und der Zahnschmerzen. Verletzt. Nee, hier sind doch Betten. Weißt du, sind nur zwei frei. Ja gut, dann können ja nicht alle gleichzeitig krank sein. So funktioniert kein System. Irgendwer muss mal arbeiten. So. Ja, da hast du recht. Du hast gar nichts mehr zu tun hier. Sag das doch gleich. Und noch drei Dynamit und wir haben schon mal den ersten Layer davon entfernt. Hätte aber auch ein schöner Leuchtturm hingehört. Hingepasst. Hingehört hätte da nicht wirklich, wir haben ja nicht wirklich, was man als Schiff bezeichnen kann. Höchstens mal einen toten Biber, der im Wasser fleucht. Er kreucht. Er schwimmt oben. Wollte ich damit sagen. Und das muss natürlich erst wieder rausschwappen. Oh, wie sieht's aus hier oben? Ganz gut. Einen noch. Sprengung. Sehr schön. Treppe. Das ist eine Wicke. Ach, jetzt hätte das abbauen können. Kann ich da auch einfach Dynamit draufsetzen? In der Hoffnung, dass es was bringt. Nein. Leider nein. So, erstmal Arbeitsverteilung. Ihr dürft wieder arbeiten. Und ihr dürft arbeiten. Kann ich die zum Mert auswählen? Mit Shift und Steuerung klappt es zumindest nicht. So, wie sieht's aus? Sieht gut aus. Öffne dich und schließe dich. Ja, jetzt muss sich das dementsprechend etwas wieder füllen, aber das geht ja relativ schnell bei der Quelle hier. Und mir schießt gleich das Wasser ein. Da kommt's. So, hier haben wir dementsprechend noch nicht weitergemacht. Müssten wir mal schauen. Generell sind wir hier ja auch eine Stufe eher über dem Ding. Könnte man natürlich so fortführen, wäre auch nicht so schlecht. Glaubt, das macht man zumindest für diesen Part so, dass wir dieses Level an Wasser halten und eben nur entsprechend rumführen.
So, ihr dürft gerne wieder 22 Stunden arbeiten. Haben wir hier genügend Arbeiter? Zumindest einen, der der Meinung ist, er kriegt's hin. War der hier? Ja, der ist sogar hier. Jo, und da kommt das Nasser. Natürlich das Wasser. Na, komm schon. Und Sprengung. Oh. Das war eins zu viel. Wofür haben wir den Deiche? Wenn nicht genau für den Zweck. Und bitte pronto. Dann steht hier alles unter Wasser. Dreimal nachgemessen und trotzdem den falschen Dinger noch mit hochgejagt. So. Boah, ein bisschen darf er lecken. Das ist nicht mehr das große Problem. So, dann. Wie könnt ihr es überhaupt in der Mitte platzieren? Gar nicht mehr. Das ist natürlich immer problematisch. Ich würde es gerne mit dem Extrakt ausprobieren. So viele Tage werden wir nicht Zeit haben. Na komm, die eine Ebene macht man noch mehr oder weniger manuell. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie die Mitte hinbekommen. Ja, die müssen wahrscheinlich hier runter. Und dann kriegen sie es irgendwie hin. Wie kriege ich da den Weg rein? Da muss ich ja noch was wegmachen. Nee, nee, nee. Dann machen wir es nicht auf der Seite, sondern machen wir es doch eher auf der Seite. Treppe. Und einmal abreißen. Abreißen, abreißen, abreißen. Weiß immer noch nicht genau, wo das ist. So. Und Dynamit. Und geh weg. Wenn ihr es mal abreißen wollt. Ja, also. Zumindest das sollte man wirklich mal aufspringen. Drei Level wäre natürlich noch besser. Was habt ihr alles? Schlafen? Na, dann schlaft doch. Kann ich ja jetzt auch nichts machen. So, Wasser gut, Karotten so mittel, aber wird ja angebaut. In 3 Tagen kommt die Dürre. Mal sehen, wie dürr das tatsächlich wird. 30 Tage wären natürlich wieder hart. Da haben wir jetzt, sind noch nicht so gut im Pumpen tatsächlich. Aber auch hier würde ich eher sagen, Nahrung ist das Hauptproblem. Deswegen die Hoffnung, dass das jetzt mal ein bisschen feuchter hält generell. Aber wir müssen es noch sprengen, bevor die 3 Tage um sind. Ach, das kriegt man hin. Die bauen das gerade alle fleißig auf. So, das war das letzte. Und springen. Und da steigt es wieder. So, vielleicht doch noch die Randgebiete hier. Beziehungsweise. Er kommt nicht hin. Das ist klar. Zweite Treppe. Deswegen lohnen sich die 3 Versprengungen auch. Auch schon, wenn das 3 Ebenen tief ist, dann. Hammer hier ein bisschen bessere Chancen mit dem Farm, obwohl ich so viel Fläche gerade weggenommen habe. Schon, Jungs, enttäuscht mich nicht. Also wir können generell ja auch hier das schon hinlegen. Müssen ja nicht warten auf irgendwas. Komm, 1,7 Tage habt ihr noch Zeit. Die Wasserfässer fühlen sich etwas schleppen. Das gefällt mir auch nicht.
Ja, aber passt schon. Passt schon irgendwie. Komm schon, wir müssen das auf jeden Fall springen, bevor die Dürre kommt. Sonst war all die Mühe für die Katz, das Loch zu machen, also zumindest 3 Ebenen tief. Wie viel fehlt denn noch? Da lobe ich mir immer diese Ansicht. 5 Stück, 6 Stück. 6 Stück fehlen da noch. Nicht die erforderlichen Materialien, warum nicht? Sind die alle in dem Distrikt? Da sind zumindest 11. Wir produzieren doch gerade nach. Guck mal, da ist eine drin. Okay, das könnt ihr ja auch von der Seite machen. Das heißt, ich würde das jetzt auf jeden Fall springen. So. Und jeder Block ist ein Block wertvoller. Komm schon, 2 werden gesetzt. Springen. Springen. Und springen. Na, also. In der Hoffnung, dass es hier wirklich ein bisschen den Pflanzen zugute kommt, beziehungsweise der längerfristigen Bepflanzung. Ah, ich denke, das wird. Können wir auch mal schauen, wo wir Extrakt hinmachen wollen. Generell würde ich auch sagen, wir machen das hier einfach zu. Den See befüllen wir dann eben mit dem Wasser, was hier durchgeleitet wird. Müssen wir das Faulwasser wahrscheinlich ein bisschen umleiten davor. Das kriegen wir aber alles. Alles in 27 Tage Dürre. Ach, die Biber haben es hier schon nicht leicht. Es juckt mich immer in den Fingern, hier was abzureißen, dass wir das ganze schöne Wasser noch bekommen. Aber ich würde sagen, alles zu seiner Zeit. So, gut, dann dürfen die wieder nur 16 Stunden arbeiten. Müssen es ja auch nicht übertreiben, auch wenn das mit der Wassersituation aktuell nicht reichen wird. Wir können ja ein bisschen länger pumpen inzwischen. Das geht schon irgendwie gut. Bin gespannt, ob das hier irgendwie einen positiven Einfluss hat. Zumindest noch hier bis zu dem Farmhaus. Das werden wir zu gegebener Zeit sehen. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.